Hi Leute, ich bin mal wieder zurück mit einem Video, diesmal Neuzugänge, aber diesmal sind die Neuzugänge von meiner Verlobten, von meinem Geburtstag, freut sie sich ja. Mein Geburtstag habe ich zwar heute noch nicht, aber ich muss ja kontrollieren, ob das alles stimmt und ob das auch ganz ist. Ach ja, guck mal, Portemonnaie gab es dabei, nein, Spaß. So, fangen wir mal an. Und zwar mit Bust a Move für die N64, das ist sogar Bust a Move Arcade 2 Edition. In einem akzeptablen bis guten Zustand. Oh, ich bin zwar immer ein bisschen empfindlich, aber ich finde, das ist okay dafür. Anleitung ist da jetzt nicht bei. Naja, Modul sieht noch aus wie neu. Hat mal 49 Mark gekostet. Naja, wollen wir weitermachen. Und zwar einmal Nesca 99. Für den N64 hat mir auch noch gefehlt. Zustand ist etwas besser. Müsste auch komplett sein. Ja, ist es auch. Ist noch nie verwendet worden anscheinend von innen. Fehlt mir auf jeden Fall alles in der Sammlung, deswegen. Dann einmal Beetle Adventure Racing. Ist eigentlich gar nicht so ein günstiger Titel, habe ich vor kurzem erfahren. Ich wusste das auch nicht. Auf jeden Fall auch im kompletten Zustand und ja, fast wie neu, von innen jedenfalls, von außen hat es immer so ein bisschen leichte Gebrauchsspuren, aber ich finde, ist noch okay, auf jeden Fall für den Preis kann man da nichts sagen. Das kommt gleich. Dann einmal Extreme G, was auf Deutsch sagt, hört sich irgendwie schwul an, ich weiß es nicht, Extreme G, ja. Das Spiel habe ich damals immer gespielt als Kind, jetzt habe ich es auch mindestens in der UVP. Ist auch komplett, nur eben sehe ich hier gerade ohne Inlay, aber ich habe noch ein paar hier, von daher ist es kein Thema. Ja, weitermachen. Dann der witzige Titel Lamborghini, der eigentlich ziemlich billig im Internet ist, also als Modul vielleicht 1-2 Euro und ich glaube hier als Komplettzustand, ich glaube so 14-15 Euro oder sowas. Aber in einem sehr guten Zustand ist der, auf jeden Fall. Hat nur noch gefehlt, gehört dazu, hab schon nie getestet. Ja, und einmal Super Mario 64 in einem Komplettzustand und wirklich in einem Top-Zustand. Mal aufmachen das Ding. Habe ich jetzt bestimmt viermal als Modul. Also wenn einer das Modul braucht, sagt Bescheid, weil vier Stück brauche ich nicht. Ich glaube, hier hat sich jemand das Inlay selber gebastelt oder was ist das? Nee. Auch komplett. Auf jeden Fall top. Ich wollte euch nur sagen, dass jetzt mal ein paar Videos immer ein bisschen weniger kommen, weil wir umziehen. Was ziemlich stressig ist. Wenn ich jetzt den scheiß Karton hier hinzukriege, dann könnte ich schon wieder... Egal. Ich wollte euch das nur mal so sagen, ich werde weiter mit meiner Classics-Serie machen, die wird auch weiter hochgeladen. Nur erstmal diese Videos, das wird ein bisschen Pause machen, wenn ihr Bescheid wisst. Ja Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, euer Bad Angel 115.